Hallo, heute der kastanienbraune Schwarzfußporling oder auch schwarzroter Stielporling genannt. Der schwarzrote Stielporling kommt vor allem auf totem Laubholz. Man kann ihn finden von Frühling bis Herbst. Er gehört zu den Porlingen bzw. Stielporlingen. Er ist wie viele Porlinge ungenießbar. Ungenießbar und zäh. Das ist jetzt ein Exemplar von ca. 5 cm, die können aber durchaus auch Größen von bis zu 20 cm Hutdurchmesser erreichen. Der Geruch wird als angenehm süßlich beschrieben. Der Hut ist rötlich bis kastanienbraun und trichterförmig. Die Oberfläche ist glatt und der Rand kann leicht gelblich sein, wie man hier sieht. Das ist jetzt nicht mehr das frischeste Exemplar. Ich habe hier noch einen. Die Poren wären in jungem Zustand weiß und am Stiel herablaufend. Der Stiel, der ist schwarz bis grauschwarz und matt und wird zur Basis hin dunkler. Ja, sollte man hier schön sehen, die Poren herablaufend. Schwarzbrauner Stiel bis schwarz werdend zur Basis hin. Er hat eine lederartige Struktur und ist wirklich ein Zehrpilz. Seine Sporenfarbe ist cremefarben. Das sieht man hier gut. Das ist nicht etwa Schimmel, sondern aua, Muckestich. Sondern das ist ein Sporenpulver, das durch Verwirbelungen, durch den Luftzug unter dem Pilz hindurch auf den Deckel gewindet wurde. Tja, das war der schwarzbraune Stielporling.